Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt alleine in der Lobby gelandet. Ich bin bei Betty in der Lobby. Hey. Böde. Versuch es nochmal, Thomas. Wo bist du denn, Berti? Mach mal Crewmitglieder, ich bin beim Lost Customs. Nein! Was? Nein. Nix, hab mich fast verdrückt. Hatte keine Uhr, das ging aber schnell. Ja, also Freunde geht schon mal nicht. Bleibt da quasi nur Crewmitglieder. Nimm die Banane aus dem Mund. Banana in Pyjama! Da war der Berti. Oh, da war der Berti, war der Berti. Oh, oh, oh. Da fährt der Berti. Da fährt der Berti. Verkauft er jetzt sein Auto? Ich hab gerade kein Auto, was mir. Ach so, das ist, das hast du irgendwo gesnackt hier. Ja. Oh, ein Auto verkauft. Aber ich wollte jetzt mal in die Garage gucken, ob ich da noch ein Bild kann. Fahr mal nicht mit dem Auto in die Garage. Hey, da ist ein Bild. Ja, nice. Stuarsch und blöd Berti. Weihnachtsball. Dennis, klingel mal in meiner Garage. Warum das denn? Dann kannst du gucken, ob hier ein Auto dabei ist, was ich verkaufen kann. Wieso soll ich das denn gucken? Oder deine? Ob du mir was empfehlen kannst. Lass mich rein, Berti. Lass mich rein. Jemand klingelt an deiner Garage. Der Job von mir ist übrigens jetzt weg, ich kann den nicht mehr starten. Aber wir sind in einer Lobby. Lass mich rein. Oh, bin drin. Welche willst du denn überhaupt nicht verkaufen? Den Monroe und die LG bringt ja sowieso nichts und den hier an sich auch nicht und den Dinker auch nicht. Den ist klar nicht und den Centauro auch nicht. Ja, welchen wolltest du denn verkaufen? Fang lieber so an, das ist kürzer. Wofür brauchst du den Bev da? Wollen wir mal so ein Strandrennen fahren oder so? Ja, dann fahren wir denn mal Strandrennen? Dafür haben wir doch ein Motorrad. Aber ich fahre nicht gern mit der Sanchez. Also. Hast du Sanchez? Ja, hier, die Sanchez und die Akuma habe ich. Oh, der ist aber scheiße. Aber Betty hat nicht gerallt. Betty halt auch nicht, dass sie an der Tür klingelt. Doch, da war ich ja gerade weh. Hey, das ist Thomas. Hey! Also an sich in dieser Garage wäre maximal, wenn dann überhaupt, tatsächlich der Biff da dran. Ja, weg damit, der sieht eh scheiße aus. Ja. Okay. Richtig Premium beraten haben wir den. Den Rest würde ich so lassen. Was fehlt da hinten für ein Auto? Da steht keins. Du weißt, dass du Fahrzeuge umbauen kannst hier? Ja. Gut. Let's get out of this place. Ich heb mal die Garage hoch. Ja. Sind ja so strong, ey. Bin hier jetzt rausgekommen. Kein Ding für den King. Lol. Weil ich bin aus der Wand gelatscht, war. Was? Was laberst du? Meine Tür war noch auf. Ich bin aus einer Mauer gelaufen, ne? Wie sieht das Ding eigentlich von innen aus? Was? Der Osiris. Orange-schwarz. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Entity? Ne, nicht Entity. Was? Nicht Infernus. Wie heißt das denn? Das Innending sieht, also bis auf hinten auf die Lautsprecher, wirklich aus wie aus dem Saturno. Siehst du? Ja, ich hab einen höheren Spoiler, yo. Ja, für mich Licht. Licht am Fahrrad, Licht am. Ach, hast du ja doch die goldenen da drunter gemacht? Sieh. Sieh.
Jetzt sieht deins dunkel aus, bei Nacht sieht meins irgendwie dunkel aus. Crazy shit. Konntest du den schon wieder verkaufen, Berti? Den kann ich schon. Habe ich von Martin. Ich glaube, das waren jetzt auch alle Autos, die ich verkaufen will. Das sind Trockendocken. LOL! Alter, wie Fliege! Was hat das denn? Stand da irgendwas vor dir? Bist du irgendwie ein bisschen flach? Ja, ich... Ja, aber dass du so krass nach oben fliegst. LOL. Weiß ich auch nicht, das war nix. Siehste? Ich dachte, ich hätte dich zerquetscht oder so. Da muss ich nochmal Anlauf nehmen, ne? Scheint so. Ich ruf auch nochmal eben hier durch. Ron, gib mir einen Job. Nö, jetzt geht das nicht mehr. What the fuck war das denn gerade? Ja, siehste, so flach bin ich gar nicht. Mit dem Turismo geht das aber. Ich habe hier von Ron die Mission Landing Gear bekommen. 4 bis 6 Spieler, wo man die Flugzeuge zum Doktor fliegen muss. Problem ist, wir müssen da noch einen Spieler finden. Ich glaube, ich weiß, warum das ging, weil das da bergauf ging. Meinst du? Du warst ein bisschen... Sorry. Du warst ein bisschen höher als ich. Ja, hier stelle ich hier mal so hier hin. Hier so, hier so. Ja. Ich mach mal Anlauf. Lässt doch nochmal ancallen. Thomas kommt richtig elegant angefahren. Verkackt. Okay. Gib mir einen Job. Der biegt ab. Nope. Ah, hab ich verkackt. War ich nicht schnell. Okay, ich hab die beste Mission, die ich gerade hab, ist für mich die von Ron. Was hab ich denn gerade im Angebot? Falsch, da ist mein Dings. Boah, ich drücke alle Knöpfe und komme in die Martin. Trocken, Docken, Martin. Belagerungszustand, Martin. Belagerungszustand 1. Ach, und 4. Das ist Siege Mentality. Was? Das Belagerungszustand ist keine richtige Mission. Achso. Wie er mich hier wegdrückt, yo! Jo, und was hat Betty so? Sonst, damit überhaupt noch einen da ist. Verfolgungsjagd, Martin Hasta La Vista und Martin Hasta La Vista. Also wenn wir nicht auf 4 Spieler Lust haben, dann würde ich sagen, dass Thomas Trockendocken macht. Ich fordere gerade nochmal von Ron an. Alter! LKW schieben. Das ist witzig. Hier steht auch Post-OP. Nice. Ich hab's geschafft. Er ist auf der anderen Seite. Basisarbeit von Ron. Ach, das ist mit den Jets klauen da. Mit dem Cargo-Bob klauen. Können wir auch machen. Dann starte du deine BRT. Wird zum Golf eingeladen. Was? Boah, der ist ausgestiegen, der Pisser. Jetzt hab ich den umgefahren. Oh, wir sind Stufen hinter. Oh, das ist natürlich tricky. Oh, jetzt habe ich richtig noch mehr Stufen runtergefahren. Ich bring noch was mit. Nice. Ah, das ist ein bisschen... Alter! Ich meine, der Film auf Vorderreifen steht in der Luft. Das sieht mega lustig. LOL! Was? Okay, jetzt nicht mehr. Drück nochmal. Ja, nee, jetzt ist... Der Lastwagen war auf meinem Hinterteil und dann sind oben bei mir die Räder hochgegangen. Ihr müsst eine Einladung haben. Ja, haben wir. Aber das war gerade interessanter. Hey, ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte nur sicher gehen, dass die angekommen ist. Okay, let's do this. Hey, do it! Rip, Junge, let rip. Hab mal right right the rip. Yeah, bitches, yeah. Motherfucker! Motherfucker! Nein, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? Ist das scheiße.
So, also ich hol wieder einen Heli und ihr fahrt zu dem Dingsbums dahin, okay, und holt also das Flugzeug. Korrekt. Wenn Thomas auf dich wartet. Wenn Thomas. Go. Was, warum rennt jetzt die Bitch hier? Mann, ey, jetzt komm doch hier rein. Tür steht hier immer offen. Allzeit bereit. Go, go, go. Ah, Mann! Das kann der Martin-Tür nicht. Alter, fahr den doch nicht um! Er wird die Code aber nicht eingestiegen. See you. Bis dann. Voll krass am Regnen. 6 Kilometer ist klar. Mit dem Wagen soll das jetzt nicht so das Problem sein. Vor allem 6 Kilometer hier denkst du, what the fuck? Und dann echt so, 6 Kilometer. Ja. Was ist das? Oh, guck mal, mein ganzer Unterboden ist verkleidet. Hm. Nur da ist es, was ist das? Das Getriebeantrieb, sagst du. Ja, nur die hängen so ein bisschen raus, weil die zu fett ist. Okay. Bin am Heli, yo. Fliege jetzt schon Richtung Fort San Kudo. Ein bisschen in Ego-Sicht fliegen mit meinen coolen, mit meiner coolen Sonnenbrille bei Regen. Überholt mich. In einem Serienauto. Was? Jetzt hab ich ihn überholt. Warum kann man das denn nicht skippen, so wie in den Heists, ey? Wow! Könnten wir sowieso nicht, weil du nicht in unserem Fahrzeug sitzt. Das war eine gute Bemerkung. Ah, der Betty, der weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Oh, schneide. Hab jetzt extra Kühlung für den Motor. Willst du mir damit aber nicht sagen, dass du irgendwie in den Fluss gefallen bist, oder? Nein. Okay. Nur noch ein Luftschlitz drin. Da fällt mir gerade was wieder ein. Was denn? Frau kommt nach Hause und sagt zu ihrem Mann, ja, das Auto fährt nicht mehr. Sagt der Mann, was hat's denn? Wasser im Vergaser. Der Mann, was? Kann doch gar kein Wasser hinkommen im Vergaser. Das ist... Glaub, wir müssen dir mal einen Motor erklären, sagt der Mann. Und sie, nein, das ist Wasser im Vergaser. Dann hat er ihr aufgemalt, wo der Vergaser sitzt und ihr erklärt, da kann gar kein Wasser hinkommen. Und dann sie immer noch, doch, da ist Wasser im Vergaser. Und dann er, ja, wo steht denn das Auto? Ja, vorne im Fluss. Ah, Berti, ey. Was ein Witz. Weiß nicht, kann ich die schon kaputt machen, wenn ihr noch nicht drin seid? Weiß nicht. Soll ich mal machen? Tschüss. Oder soll ich warten? Mir egal. Ich warte, dann ist das safe. Boah, Berti weiß noch, wo wir das hier auf Alan gemacht haben. Hm? Wo wir diese Mission hier auf Alan gemacht haben? Nö. Was? Da also wir, sind wir voll dran verreckt. Echt mal. Mama kam da noch rein. Aber wieso habe ich 5 Sterne? Ist das normal? Ja, man merkt richtig, es gewittert. Es gewittert. Oh mein Gott, ich muss mein PC ausmachen. Nein, ich weiß, dass es in-game gewittert. Und außerdem muss ich das mittlerweile nicht mehr. So badass bin ich dann doch. Warum? Weil ich Sicherheitssteckdose. Krass. Normalerweise müsstest du, wenn du so argumentierst, das gar nicht machen, weil du einen Sicherungskasten im Haus hast. Ja. Ja. Weiß ich natürlich. Oder ja. Ich könnte dann so argumentieren, wir haben Blitzableiter am Haus. Haben wir nicht. Aber Sicherungskasten, 100. Das schon. Abgesichert wird das aus.
Ah, ich hab, das ist halt immer noch von meinem Trauma von damals, wo der, wo es Pitch gemacht hat und da war der TV kaputt. Ja, siehst du, das sind die Sicherungen, die sind nicht die allerschnellsten. Das kann auch manchmal schneller sein. Hundertprozentigen Schutz hast du nie. Ja, das stimmt. Außer du ziehst die Geräte raus. Yay, incoming. Can we come in? Ja, versucht man. Ah, es wird eine heikle Landung hier. Hm. Alles zuckelt, alles juckelt. Auszeichnung, Flüchtling. Wow! Oh no, oh no. Alles cool, du hast ihn oben nur getroffen. Da hat man voll den Finger bei dem Savage, weil man da die Raketen sogar spammen kann. Oh, und der ist übrigens gerade ausgegangen. Ich schwebe. Langsam geht er hinunter. Tja, schade, das war's mit dem Savage. Come in and find out! Von welchem Land ist das denn noch ein Spruch? Von Douglas? Ja. Dabei gucke ich eigentlich nicht mal so viel Werbung. Ich hab's früher aber schon. Come in and find out! Ah, come in! Schwarzwald hat sich auch immer drüber lustig gemacht, von wegen, die Werben damit kommen rein und finde wieder heraus. Oh Mann. Das habe ich schon voll verdrängt, stimmt. So kann man es auch auffassen. Haben wir den Werbespruch eigentlich immer noch? No. Was haben wir denn jetzt? Gar nicht Werbung von Douglas im Moment. Momentan. Früher war das mal voll in. Alle so, oh, ich muss immer richtig nice smellen, yo. Und dann bin ich immer bei Starbucks am Sippen. Jedes Mal, wenn dann einer in die Vorbeigelungen ist. Luft! Dann kam nur diese Dieselwolke. Ich habe noch nicht mal irgendwo gelesen, dass das gerade hat mich ein bisschen erinnert an diese Folge von SpongeBob, da wo die durch diese Parfümabteilung durchmissen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich habe neulich gelesen, dass wenn Männer einen gut anderen gut riechenden Mann riechen, dann geht's denen sofort, sind die sofort glücklich. Was? Glücklich? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Keine Ahnung. Wenn die da einen Mann riechen. Ja, einen gut riechenden Mann. Ich weiß auch, keine Ahnung. Ja, aber ich das muss auch wieder der Natur. Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dann werden die aggressiv oder deprimiert oder nö, oder dann was. Haben die gute Laune. Oder hättest du gesagt, ja, eine Frau, dann kriegt die gute Laune. Dann, ja, okay, ich verstehe. Ich guck das gleich nochmal nach und dann ja, schicke ich euch den Link. Kann sein, das ist nur unlogisch für mich. Das ist wieder der Natur. Was? Aber was, wenn man schwul ist? Ist das dann auch wieder der Natur? Ja. Okay. Die Natur hat eigentlich vorgesehen, Jetzt redest du wie mein Vater. Eigentlich war ja immer Biene und Blume. Ja, ist ja auch so. Eigentlich hat die Natur vorgesehen, Männlein, Weiblein. Ja, ich weiß. Nun ist der Mensch ein bisschen da hingekommen, denken. Ist ja anders gekommen, das ist was anderes. Ja. Ah. Aber instinktiv. Ja. Ist ja normalerweise Lala. Mann und Frau. Aber das kann immer verdrängt werden, genauso wie du irgendwie, keine Ahnung, kein Gefühl für Trauer empfinden kannst oder nur Scheiß, kann immer passieren. Ja. Hm. So. Umkämpfte Anhänger. Willst du machen? Irgendwas habe ich gelesen. Cool. Ja, wenn du. Irgendein Mann hatte. Was hatte der noch? Der konnte. Konnte nicht. Nicht. Nee, irgendwas. Was? Nicht sterben? Was? Nee, das würde mit dem Rest meiner Geschichte nicht zusammenpassen. Easy, Berti, easy. Okay, lässt du das. Okay, wenn du nicht auf deine Story kommst, dann habe ich noch was Lustiges. Ich habe heute ein Profil von Battlelog gesehen, da heißt einer Stationary AA, also Anti-Air. Und die Story hinter dem ist,
dass er nur die rechte Hand hat, die andere ist amputiert und er kann dann nur am Anti-Air-Geschütz im Battlefield 3 sitzen. Und ist damit schon irgendwie hier Adler 33 oder sowas. Richtig krass. Hab ich auch schon wieder Hashtag Respekt vor dem, Junge. Da war ich eigentlich gegen die Wand, oder was? Hm? Okay, das wollte ich hören. Muss mal gerade erfahren, ich muss was suchen. Ach, suchst du jetzt die Story, oder was? Ja, suche ich. Hat sich gerade die ganze Zeit angefühlt, dass er dich disconnect, weil keiner reagiert hat. Nein, ich hab das schon gehört, das ist aber nice. Aber was willst du sagen, wenn er das zocken will und mag? Thomas, ich glaube, wir machen nochmal kehrt, wa? Bertie, du machst das schon. Wir sind ja schon da. Ja. Ich fahr mal kurz nochmal rum, dann kannst du mal gucken. Fahren wir auf den Block, ne? Ja. Du. Okay, ich lasse dich jetzt hier einfach mal sitzen. Genau, so. Der Typ litt an einer extremen Zwangsstörung. Welche wird jetzt gar nicht hier benannt. Aber der war wohl extrem nervig und der wollte sich deswegen das Leben nehmen, ne? Mhm. So, hat sich Waffe am Kopf gehalten, abgedrückt. Und was ist passiert? Der Kerl hat sich den Teil des Gehirns weggeschossen, der dafür verantwortlich war und lebte seitdem ohne diese Zwangsstörung weiter. Ach so, habe ich glaube ich schon mal gehört. Ja. Kann sein, dass du schon mal erzählt hast. Ach nee, das andere, das war mit, im Krieg hat er eine Kugel in den Kopf gekriegt und deswegen konnte er nicht mehr schlafen. Ja, genau, das gibt's auch. Okay, ja, dann habe ich das noch nicht gehört. Ja, aber... Aber auch krass. Alter. Vor allem, das ist zu überleben. Ja, das war ja nicht mal sein Plan. Das ging nicht von die Hose, was er vorhatte. Ich kann nicht durch diesen fucking Zaun schießen. Was soll das? Nein. Ist ja gerade das Witzige. Aber ja, dann so, ist schon mega lucky Witz. So, wenn jemand an Gott glaubt, so Gott so, du machst das jetzt nicht, ja? Und dann so, lol, ballert er sich genau den Teil des Gehirns weg, ey. Und dann noch so treffen, dass du nichts anderes Lebenswichtiges triffst. Ja, der auch so, der wird bis dann an sein Lebensende ein glückliches Leben leben. Ja, die Zwangsstörung ist weg, er lebt weiter glücklich und... So. Aber Berti. Warte! Oh, nicht fahren! Das piept hier nur, piep. Warte, ich muss zu meinem Auto. Hier kommen noch gleich viele Gegner. Diese Gegner, so seid ihr, Hilfe! Oh lol. Lol, wieso kommt denn der Zaun da geflogen? Junge, der hat mich, fast selber getötet, deswegen. Hätte das so ein Zaun denn getroffen, wäre ich tot. Sah aber lustig aus. Knapp, oder? Und außerdem ist da nichts Schlimmes passiert. Berti, was machst du denn da? Ich fahr gegen einen Zaunpfeiler, hätte ich fast gesagt. Strommasten. Aber der hat ein bisschen gewackelt, der wäre fast umgefallen. Das wäre immer Hammer. Geil, wäre ich jetzt gerade gestorben. Aber naja, wäre nicht hammergeil. Wäre nicht tragisch. Nicht so tragisch wie bei Heist. Ja, wärst du mir auch nicht zwischen LKW und Auflieger gesprungen. Nö, das stimmt. Ey, ich guck mir jetzt an. Bam. Ja, der ist dazwischen schon ein Saldo gemacht. Das sah lustig aus, ich wollte da unbedingt vorher. Lol, oh mein Gott! Oh, mein Reifen brennt. Dein Reifen brennt. Sag mir, wenn ich den LKW fährst. Nö, fahr ich nicht. Wo bärt die denn da, ey? Ich hätte der Kühlergriff, dieser Rambock da vorne gestört. Oh, die bin tot. Bist du in die Tankstelle gefahren? Nein, ich bin einfach so explodiert, weil mein Reifen gebrannt hat. Oh, ich lebe wieder. Cool. Aber dein Auto ist im Arsch. Scheiße. Nein, da muss ich auf ihn bezahlen. Oh, nö. Hoffentlich nicht. Ah, hier muss Mördels, schnell. Mia, you are going in.
Boah, hier, Dennis. Oh nein! Hose. Late Night Shopping. 25% auf alle Artikel ohne Mindestbestellwert. Ich bin wieder pleite. 18 bis 24 Uhr. Quatsch. Das Geld, was wir gerade bekommen haben, ist gerade mal die Hälfte für das, was ich gerade für den Wagen bezahlt habe. Tja, Noob, was machst du ja auch kaputt selber? Das tut jetzt weh. Spaß. Die ganze Zeit so. Boah, ja. Will der wer ins Bett? Ja. Ja, dann will wer ins Bett. Du willst doch auch, Dennis. Ja, ich gehe auch gleich ins Bett. Eine halbe Stunde gönne ich mir aber noch. Ich brauche ja auch noch ein bisschen zum Fernsehen gucken und einschlafen und so. Yay. Auf Pipi-Box, Zähne putzen. Tut es ja auch ganz oft, dass ich den Fernseher einfach laufen lasse und dann dabei wegfahre. Normalerweise funktioniert das auch ganz gut. Nur heute Nacht bin ich dann irgendwie, habe ich das auch gemacht, bin wach geworden und war hart irritiert. Ich dachte, es wäre Wochenende. Hab so auf Uhr geguckt. Da war es 10 vor 4 und dann so um 10 Minuten stellt sich der Fernseher aus. Und dann habe ich ausgemacht, weil ich bin. Also um festzuhalten, ich habe jetzt gerade wieder 18.000. Also ich war so hart irritiert, ne? Das Gefühl, einfach so mega hart irritiert zu sein. Boah, du hast nur 18.000? Oh, Noob, ey. Ja, weil ich mein Auto gerade kaputt gemacht habe. Hol dir mal ein bisschen Geld, ey. Ich glaube, ich bin aktuell der reichste von uns. 1,33 Millionen. Was ist denn bei dir los? Ja, da hast du ja ganz viele Autos verkauft. Alle Autos verkauft, die ich habe. Ja. Ja. Alle nicht. Aber ich muss jetzt ein paar Autos von... Weißt du, wir fahren mit 1,9 Millionen Karren hier rum, ja, und machen so eine Scheiße. Wie so eine Scheiße? Rammen. Wir fahren sogar mit noch teureren Autos rum. 2,2. Ich mach hier so ein Quatsch dabei, ey. Alter, der Spoiler, der geht mir ab. Es gibt aber ein 1,3 Millionen Auto, was dazu gemacht ist zum Rammen. Nee, das ist zum Projekten immer. Was? Der Insurgent Pickup. Der ist zum Rammen gebaut. Und der nee, ich würde der Protection sagen. Der hält. Ja, der hält eigentlich eher nur Sprengladung aus. Teilweise kannst du auch mit dem Kuruma andere Autos richtig weit wegschleudern. Finde ich so. Das ist alles mega subjektiv. Nein, Thomas ist stärker. Wie viel PS hat er mehr? Bam. In seinem dreckigen Heck, ey. So, okay. Bam. Dann sag ich jetzt tschüss und verabschiede mich. Haut rein, yo. Bam. Erstmal die Leute. Jetzt habe ich die Frau befahren.